Willkommen zurück bei Deus Ex Mankind Divided. Wir sind wieder im TF29 Hauptquartier und sprechen mal mit unserem Kollegen hier unten. Ja. Oh, hey, Adam, wie läuft's? Miller schickt mich um. Mich zu überprüfen? Echt? Ich bin fertig, wenn ich fertig bin. Hektik bringt ja gar nichts, Adam. Perfektion dauert. Genau. Also? Nun, ich hatte recht. Bin ich gut oder bin ich gut? Was haben Sie gefunden? Ach, nur ein paar isolierte Fragmente vom Timer der Bombe. Und jetzt kommt's. Es ist eine Stanek. Eine Stanek? Der Timer der Bombe war eine Armbanduhr? Wie auch immer. Ein mechanischer Timer ist nicht so dumm, wie es sich anhört. Sicherheitsscanner entdecken jede verdächtige Elektronik. Also ist eine technisch veraltete Lösung im Grunde sogar ziemlich clever. Stanek-Uhren sind echte Handarbeit. Ich werde das Geschäft mal besuchen. Hat vermutlich geschlossen. Vielleicht finde ich eine andere Lösung. Hab schon. Norman Stanek, Gründer und Besitzer des Geschäfts, lebt im Viertel Davni Obvod beim Pilgerbahnhof auf Tschechisch Budnik na Draži, Gebäude 96, zweiter Stock. Danke, sehe ich mir an. Sagen Sie mir, wie es läuft. Ab nach Budnik na Dražnik oder so. So. Analyst. Analyst. War heute im Utulek-Komplex. Oh, geil, und Hotdog. Dann wird er nicht zur lecker. Und wir können uns auf noch mehr Bomben freuen. So, gut. Hallöchen. Hauen wir wieder ab. Ich kann hier ja nicht mal springen. So, jetzt geht's. Schicker Mantel. Danke. Krasse Scheiße. Ach du meine Güte. Ist was explodiert? Wie abgefahren. Oh, alles gut. Hier hat man wahrscheinlich schon nichts mehr mitgekriegt, oder was? Oh. Schön. Oh, Mann. Ich glaube, das sind echte Hintergründe, echte Fotos. Wobei die gar nicht so schön rüberkommen im Spiel. Gottverdammter Dreck. Noch ein? Die Uhr des Uhrmachers tickt. Der ist gut. Die Uhr des Uhrmachers tickt. Ja, wie du doch recht hast. Halt. Akku alle, wa? Wurde von außen aufgesprengt, so wie es aussieht. Eine geile Kaffeemaschine, Alter. Sogar noch die Schutzfolie oben über den Displays. Leonardos. Unter uns gesagt, ich
vergeuden nur ihre Zeit. Ich bin Reiser Kassab. Klappe. Achso, bin ich hier schon fertig oder was? Ach, fuck. Ich Idiot, hab das E-Book einfach weggeklickt. Shit. Komm ich da nochmal ran? Warte mal. Nö, noch steht da, dass ich's... Ah ja, hier ist es ja nochmal. Okay, der Artikel des Monats. Was macht eigentlich ein Exklusiv-Interview mit David Sarif? Ach so. Ah. Er hat da wohl seine Uhren zusammengebaut. Sind ja echt Mangelware, ne, die Zubehörteile. Ich habe gedacht, die wären irgendwann mal mehr, aber anscheinend nicht. Solche Ohren mag ich auch. Ha! Das ist ja abgefahren. Neuropozin, super. Nochmal. Okay. Komm schon. Geliebte Tochter, warum gehst du mir aus dem Weg? Als ich dich das erste Mal aus dem Krankenhaus heimgebracht habe, warst du so glücklich. Ich dachte wirklich, du hättest ein wenig Frieden gefunden. Aber jetzt habe ich Angst, dass diese Parasiten, mit denen du dich eingelassen hast, dich verderben. Es tut mir leid, ich weiß, sie sind deine Freunde, aber ich wünschte, du würdest mich nicht aus deinem Leben ausschließen. Bitte, ich muss dich sehen. Können wir uns treffen? Nur ein paar Minuten, damit ich sehe, dass es dir gut geht. Ich reserviere unseren Lieblingstisch im Irish Stool. Die Ecke unten, du erinnerst dich. Allison, bitte komm. Versprochen. Boah, guck mal da oben. Die sieht schon nicht mehr so mädchenhaft aus. Uiuiui. Ich kann nichts versprechen, aber du sollst wissen, dass unsere Pfade zwar für immer dazu verdammt sind, nebeneinander zu verlaufen, aber ich liebe dich dennoch, Vater. Na, immerhin. Oh, Nomad schaltet sich ein. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich deine Tochter mit den falschen Leuten eingelassen hat. Falls das stimmt, solltest du sie unbedingt davon abbringen. Sei wachsam, Nova. Nomad. Nomad. Es wäre doch schade, wenn ihr Ärger auf dich überspringen würde. Sehr geehrter Herr Stanek, Ihre Tochter macht zwar weiterhin kleine Fortschritte im Kampf gegen die schwere neurotische Depression, wegen der sie stationär behandelt werden musste, aber wir müssen Ihnen dennoch mit Bedauern mitteilen, dass sie psychisch nie wieder völlig gesund werden wird. Daher wird Allison ab 16.02.2028 ihre Fürsorge übergeben. Sie können sie bis spätestens zu diesem Datum bei uns abholen. Danach sollte Allison regelmäßig ambulante Termine bei Dr. Rondo wahrnehmen. Es tut mir wirklich leid, dass wir Allison nicht erfolgreicher behandeln konnten. Mit respektvollem Gruß, Emma Gain, Verwaltungsdirektorin, psychiatrische Klinik. Irgendwo? Geschätzter Nomad, Allison hat mich angegriffen. Ich bin sehr besorgt um ihr Wohlbefinden und um das ihre. Sie ist gefährlich, es tut mir leid, Nomad, aber ich musste den Vorfall der Polizei melden. Sie hat höchst beunruhigende Dinge zu mir gesagt. Ich weiß, die Ärzte in Bunice konnten ihr nicht helfen und sie haben gehofft, ich könnte ihre psychische Stabilität wiederherstellen, aber, und das ist jetzt meine professionelle Meinung, ich bin nicht sicher, ob sie überhaupt Hilfe will oder ob ihr Zustand etwas mit ihrem Verwundungen zu tun hat. Wenn ihr geht noch etwas anderes vor, bitte bringen sie nichts.
Bitte bringen Sie sie nicht mehr zu mir. Es tut mir leid, Dr. Rondo. Boah. Norman, mein alter Freund. Du bist ein guter Mann und du machst einen guten Job. Aber ich hab dir gesagt, du sollst vorsichtig sein. Und jetzt kommen sie zu mir, damit ich mich um dich kümmere. Geschäft ist Geschäft, mein Freund. Du bist ein wahrer Künstler. Ich werde sie mit Stolz tragen. Leb wohl. Der Falle der Dwali entkommen. Warte mal kurz. Ja, ganz ruhig. Wir haben einmal Praxis bekommen. Wo war das denn, dass ich das Zeug aushalte? Fuck, wir brauchen zwei Praxis dafür. Fuck, warte mal, meine Gesundheit raucht gerade ganz schön ab. Bitte lass mich raus. Boah, ey, das ist mies, ey. Ich sehe ja nicht mal was. Ihr fiesen Wichser. Scheiße, verdammt. Ja, letzten Spielstand. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Ich hoffe, es hat hier vorher nochmal irgendwo gespeichert in seinem Apartment. Och, nö. Hm. Das ist jetzt echt mies. Norman, mein alter Freund. Okay. Fuck. Soll ich... Soll ich ihn aus der Falle entkommen? Ah, ich weiß gar nicht, wohin. Fuck, gleich geht das wieder los. Kann ich das Ding hacken? Kann ich nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin sollen. Was für eine Scheiße, ey. Boah, wie ich sowas hasse. Was ist das eigentlich für ein nettes blaues Dach hier vorne, was wir da sehen? Gehört das zum Bahnhof? Ja, ne? Sieht so aus. Norman, mein alter Freund. Norman, mein alter Freund. Du bist ein guter Mann. Keine Ahnung. Ich komme durch die Fenster nicht durch, da ist noch ein anderes Gitter davor. Wo soll ich denn hin? Ich weiß es nicht. Ich raff das nicht. Ich kann mich ja hier auch nicht verstecken oder so. Ach, weil da auch was rauskommt. Kann ich die Scheiße irgendwie ausschalten? Nee, ne? Och Mann. Also das nervt mich gerade tierisch. Komm schon, lade. Hm. Norman, mein alter Freund. Du bist ein guter Mann. Hä? Ach, da unten. Das habe ich nicht gesehen. Alter, nichts wie weg mit dem Zeug. Hä? Oh, ihr Säcke. Mann. Hab das vorhin echt der Hektik einfach nicht gesehen. Gut. Dann habe ich vielleicht doch nichts gesagt. Wie immer, es liegt an einem selber, aber es regt einen dann manchmal trotzdem auf. Puh. So. Gott sei Dank saß hier gerade niemand auf Toilette. Das ist doch wieder seine Wohnung. Alles klar. Smiley, Stanek war nicht in seinem Apartment, aber ich habe Sachen gefunden, die man zur Bombenherstellung braucht. Und eine Falle der Dwellies. Sie machen Witze. Und ich weiß, wo er sein könnte.
Im Rotlichtviertel, in einer Bar gegenüber vom Red Queen. Ich gehe jetzt dorthin. Einige unserer Agenten beobachten in dem Viertel die Dwellies. Ich schicke sie rüber. Verstanden. Okay, ab ins Rotlichtviertel. Hallo. Nicht mein Typ. Fuck. Daddy, putzen. Bez urażki. Aber ja, ich mache das. Feierabend. Ach komm, für euch Mythen gibt's keinen Feierabend. Da sollten Sie mal hingehen. Hallo. Endlich sind wir hier. Das Red Queen. Unfassbar. Das sieht so ein Aus- oder so ein Suchsymbol auf der Karte. Eine letzte Gefälligkeit. Ah, ich erinnere mich. Komme ich da einfach so rein? Der Laden ist berüchtigt. Stundenweise buchen kann. Ja, ne? Ist ja erstmal nichts. Willkommen im Red Queen. Hey. Sie sind wirklich ganz schön mutig. Das muss man Ihnen lassen. Ich dachte, das Rotlichtviertel wäre liberaler, wenn es um Haus geht. Nein, schon okay. Ihr Geld ist so gut wie das von allen anderen Kunden. Aber, wir sehen hier inzwischen kaum noch Opdis. Befürchten Sie, dass ich die anderen Gäste von Ihrem Spaß abhalte? Im Red Queen? Im Gegenteil, Sie werden ein paar Angebote kriegen. Also, was darf's sein? Aha. Ah. Ich glaube, ich verzichte. Dachte, ich kann mit dir handeln. So. Musik, Musik, Musik. Ich muss den ganzen Alkohol mitnehmen. Ja. Wie mies. Einfach die Kohle geklaut von der Frau. Sie kann sie sich ja persönlich bei uns abholen. Ich steck das so lange in meinen Schlüppi. Oh. Master Cardlick, mir gehört das Red Queen. Ich bin stolz darauf, alles Wichtige zu wissen, aber Sie kenne ich nicht. Vielleicht bin ich nicht wichtig. Oh, bitte. Haben Sie in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Außerdem bin ich sehr neugierig. Eine Mutter muss das sein. Mama würde es nicht gefallen, dass ich an so einem Ort bin. Wirklich? Wieso denn nicht? Etwas Spaß schadet nie. Wenn Sie meinen. Oh, das meine ich unbedingt, Metallmann. Und mein Wort ist hier Gesetz. Also entspannen Sie sich. Es ist sehr gesittet hier. Gesittet? Das Red Queen ist ein Familienunternehmen. Mein Ältester steht hinter der Bar. Sein Bruder kümmert sich oben um die Sicherheit. Am Wochenende ist eine meiner Nichten hier, Agnieszka, als Mitternachtsattraktion. Familie geht hier über alles. Dieser Laden wird von den Dwellies geführt, richtig? Halb Prag wird von den Dwellies geführt. Meine Familie hat gottgegebene Führungsqualitäten und, naja, das arme Prag brauchte dringend Führung. Und was führen Sie genau? Diesen Club, wie man sieht, und bestimmte Beziehungen. Operationen, die das Händchen einer Matriarchin erfordern. Und die Aktionen mancher Fremder, die zu viele Fragen stellen. Eine Drohung? Ich fühle mich geschmeichelt. Vorsicht, Metallmann. Sie gehören nicht hierher. Das höre ich öfter. Was können Sie mir über das Rotlichtviertel sagen? Oh, so naiv können Sie nicht sein. Andererseits, Leute wie Sie haben wir hier selten. Als Gäste. Und warum? Weil die Dwellies alles kontrollieren. Hat ein Opti gutes Geld, drücken wir schon mal ein Auge zu. Wir können sehr zuvorkommend sein. Aber bei Ihren Leuten sind einige von uns, wie sagt man?
Skeptisch? Ja, das ist ein gutes Wort dafür. Skeptisch. Vor allem, wenn der fragliche Opti offenbar etwas vorhat. Das macht die anderen Gäste nervös. Ich verstehe, dass Ihnen Ihre Familie sehr wichtig ist. Gilt das auch für einen gewissen Dominik? Ich wusste, dass Sie nicht wegen der Aussicht hier sind. Ich soll einen Gefallen zurückzahlen. Dieser Club ist mein Beichtstuhl. Leute flüstern mir etwas zu. Manchmal vergebe ich, manchmal nicht. Aktuell höre ich, dass einer der Dwellys sich mit mir versöhnen will. Wie altmodisch. Er hilft Ihnen, Sie helfen ihm? Ich nehme an, Dominik macht Ihnen irgendwie Ärger. Dominik hat schlechte Entscheidungen getroffen. Für sich selbst und für seine Familie. Es geht um die Tradition. Ich frage Sie, wie kriege ich einen jungen Hitzkopf am besten aus einem Umfeld heraus, in das er nicht gehört? Rauszerren, in Ruhe lassen, überreden. Wenn ein Mann ist, behandeln Sie ihn wie einen. Er findet den Ausgang selbst. Nein. Wenn ich Dominik sich selbst überlasse, wird er erschossen, erstochen oder ertrinkt in seiner eigenen Pisse. Und wie lautet dann Ihr Plan? Mir sind die Hände gebunden. Politik. Sie hingegen sehen aus, als könnten Sie politische Bedenken umgehen. Sie könnten Dominik entführen. Ich will die Lage besser verstehen. Warum ist Dominik unser Problem? Manchmal brauchen die Dwellys eifriges junges Blut, das mit einer Knarre rumwedelt. Und manchmal brauchen sie Männer im Anzug, die verhandeln können. Zu welcher Sorte gehört er? Ich habe ein Arrangement für Dominik getroffen. Eine Frau, eine Wohnung, fernab von all dem hier, wo er nützlich für die Familie war. Aber er weiß es besser. Er denkt wie Radic Nikolatze. Ein getürmter Bräutigam. Sie wollen ihn verheiraten, er will am Tisch vom Boss sitzen. Und das passt ihm nicht, richtig? So ist es. Dominik ist für Radic entbehrlich. Aber bei mir kann er die Herde mit einer fähigen Frau verstärken. Meine Herde. Okay, wo ist Dominik jetzt und was soll ich tun? Im Hotel Narikala. Ein alter Witz aus Georgien. Ein Versteck von Radic. Und wir können Radics Gastfreundschaft nicht verletzen. Und da komme ich ins Spiel. Schwer bewacht, Micha. Mhm. Und Überwachungssysteme, Alarme, das ist der Junge. Ich schleiche also ins Gebäude, finde Dominik und sage ihm, er wird zu Hause erwartet. Nein. Sie gehen rein, legen Dominik lahm, schaffen ihn raus und stecken ihn in einen Lagerraum. Niemand darf davon was mitkriegen. Ich soll ihn bewusstlos durch ein Gebäude voll mit Radics Männern schleifen, ohne entdeckt zu werden? Das ist ein Witz, oder? Wo ich herkomme, ist die Brautentführung eine alte Tradition. Betrachten Sie es als Beitrag zur Emanzipation. Sie erkennen Dominik an seinem Tattoo. Bringen Sie nicht den Falschen. Okay. Ich habe nichts anderes von dir. Nehmen wir schon mal mein Geld. Arschloch. So. So. Ich mache auch wieder zu. Jo, lass uns mal rausgehen. Also, wir sollen in ein stark bewachtes Gebäude. Und sollen dort Dominik rausschleifen und anscheinend wirklich mit der Schleiffunktion, die es hier im Spiel gibt, also Leute, einfach so an den Haaren hinter einher ziehen. Hau ab! Du kommst hier nicht rein. Ich hab Neuropathie. Techno. Scheiße. Ujoboki dürfen hier nicht rein. Ujoboki. Ha. Ha. Verstehe. Na gut. Machen wir uns in der nächsten Folge Gedanken drum, wie wir da reinkommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.